Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Resident Evil 8 Village. Wir haben beim letzten Mal im Dorf gegen einen Werwolf gekämpft. Wir sind ja auf dem Weg zu Moreau gewesen, also dem dritten Haus. Und jedenfalls haben wir dort auch dann in den Minen etwas gefunden, ja, von Rosemary, nämlich das dritte Objekt, was wir brauchen. Und als wir dann weitergegangen sind, ging echt die Hölle ab. Wir mussten gegen einige Lykaner kämpfen und sind dann hier bei dieser Mühle angekommen, wo alles überflutet ist. Und holy moly, das war sehr, sehr merkwürdig, das Ganze, ne? Weil Moreau ist auch aufgetaucht und der konnte sich in so eine Art riesigen Fisch verwandeln. Was ist das denn? Okay. Wenn ich das Wasser ablasse, ist kein Strom. Ja. Und ich muss wahrscheinlich dann das hier auch noch lösen. Was steht denn hier? Betriebsanweisung Stausee Fördnerhaus. Starkregen kann den hiesigen Wasserlebewesen schaden. Zur Vorkehr sollte daher auf folgende Weise überschüssiges Wasser aus dem Becken abgelassen werden. Erstens, setzen Sie die Windmühlen mit einer Kurbel in Gang, um das Pförtnerhaus mit Strom zu versorgen. Zweitens, bedienen Sie den Hebel im Pförtnerhaus, um das Schleusentor zu öffnen. Okay. Ich werde nur noch ganz kurz zum Duke gehen, denn ich brauche noch mal ein bisschen Munition. Willkommen. Ich habe jetzt auch noch mal ein paar andere Dinge gekauft. So, warte mal, vorrätig. Ich werde mal 10 Schuss kaufen. Und ich glaube, ein paar Minen sollte man auch mitnehmen. So, genau, perfekt. Dann hätten wir das jetzt erstmal. Hals gut. Und Beinbruch. Ja, danke. Dir auch. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so einfach wird mit Moreau. Aber das werden wir noch sehen. So, warte mal. Was haben wir denn da? Hier steht, ich glaube, die Kurbel macht's nicht mehr lang. Ist schon ewig alt und entsprechend ramponiert. Im Fall, dass sie bricht, geh rüber und hol die von Windmühle 2. Das ist der einzige Ersatz, den wir haben. Aha. Ich brauche mehr Geflügelfleisch. Komm her. Aber wir haben noch gar nichts gegessen vom Duke. Und das könnte man aber noch nachholen. Da ja nämlich alles Mögliche jetzt hier mit, ne? Okay. Na, komm her. Ist aber nicht lieb von dir. Was haben wir hier? Rostige Teile, nehmen wir mit. Oh, Kristallfragment. Nice. Ich kann wetten, wir müssen dann sowieso zu dem anderen Gebiet zurück. Oh Gott, wenn ich das hier schon sehe, ne? Dann wird mir gleich so ganz komisch. Okay, Moreau wird wahrscheinlich uns angreifen, wenn wir das jetzt hier gleich machen. What? What? Ich glaube, ich muss nach unten. Kann ich irgendwas machen? Es war ja klar. Echt jetzt? Ja. Gut. Es ist ja nicht so, als hätte ich das nicht schon erwartet. Aber trotzdem schon verdammt ärgerlich, ne? Vielleicht ist dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass ich ein bisschen mehr Munition jetzt in der Pistole habe. Ich habe ein vergrößertes Magazin geholt und eingesetzt.
Das gefällt mir hier gar nicht. Okay. Also Wasser fallen darf ich nicht, sonst bin ich, glaube ich, tot, ne? Würde zumindest Sinn ergeben. Das heißt also rüberrennen und dann... Das kriegst du nicht zu futtern. Ja. Wow. Dieses kleine Mistvieh. Oh, gefällt mir nicht. Wisst ihr, was jetzt lustig gewesen wäre, wenn das ihn erwischt hätte? Aber nee, leider ist es so nicht. Okay, ganz vorsichtig. Wir werden wohl gegen Moreau kämpfen müssen. Oh, natürlich, alles voll mit Insekten. Okay. Oh, das bleibt gar nicht ewig oben. Das war knapp. Was? Magnum-Munition? Es gibt eine Magnum? Okay, warte mal. Hier haben wir gleich alle Schalter. Wir brauchen erst blau. Dann brauchen wir orange. Und dann, ja, keine Ahnung. Das war knapp. Hat der mich gerade angerülpst? Ich bin der Beste! Ja, in deinen Träumen vielleicht. Oh, 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 Marine! Oh Gott, okay, ich bin gleich wieder da, Leute. Ja, sorry Leute, für die Unterbrechung. Für euch ist ja eigentlich keine Zeit vergangen, aber für mich schon. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Zur zweiten Mühle eigentlich, ne? Genau, zur zweiten Mühle müssen wir eigentlich. Wait. Ey, das Vieh ist echt krank, ne? Also Moreau meine ich jetzt. Also der rülpst echt mich die ganze Zeit an. Kann es sein? Hier kann ich nichts machen. Okay, warte mal. Was ist hier? Ach, von da sind wir rübergekommen, ne? Haben wir jetzt bloß einen anderen Weg? Ja, stimmt, ja, wir haben nur den Weg hier frei gemacht.
vergisst man. Oh, da will ich jetzt eigentlich nichts verballern, wollte ich gerade sagen. Ah, guckt euch die ganze Scheiße an. Ist ja ekelhaft. Aber geil gemacht, also das muss man sagen. Geil gemacht. Wow, was für ein Fang. Ja. Ich muss hier weg. Da wäre eigentlich noch was gewesen. Aber das habe ich jetzt nicht aufgenommen. Naja, scheiß drauf. Wir müssten jetzt eigentlich bei der zweiten Mühle sein, ne? Genau. Sieht ganz danach aus. Da müsste ja irgendwo der Ersatz sein. Ah, guck mal. Alter. So kann man hier nicht hochklettern. Ja, das weiß ich. Ich muss wahrscheinlich in die andere Richtung, ne? Wait, what? Warte mal, kann ich das Ding überhaupt drehen? Aha. Versucht er, die Mühle ins Wasser zu schubsen? Oh, und dann kommen wir zur Mühle 1, wa? War das knapp! Alter! Okay. So, jetzt müssen wir nur noch das Schleusentor öffnen und dann haben wir es. Kann ich hier eigentlich das aufmachen? Das sieht aber so aus, ne? Okay, warte mal. Wir müssen jetzt eh zum Duke und dann hoffentlich gegen den komischen Spacken kämpfen. Gegen Moreau, meine ich. So. Also auf jeden Fall, das ist richtig. Das nicht. Bei dem einen kann ich jetzt gerade nicht sehen, ne? Aber sieht richtig aus. Ist doch alles richtig. Der eine muss aus. Oh. Ja, wie kann ich den ausmachen?
Ah, nee, warte mal. Wir müssen es drehen, ne? Oh, jetzt kann ich das alles anders machen. Kannst du das auch mal so hinmachen? Okay, warte mal. Oh. Also, ja, andersrum. Unten zwei blau, dann oben eben blau und dann gelb. Also. Perfekt, so, warte mal, und jetzt nochmal drehen. So, das heißt dann blau, dann blau. Also die anderen blau. Perfekt. Okay, also wenn ihr das lösen wollt, müsst ihr genau das machen, was ich jetzt gerade gemacht habe. Und dann schafft das. Geschafft. Einen Weg rausfinden. Ja, ich werde jetzt aber nochmal ganz kurz Munition kaufen und vor allen Dingen abspeichern. Du möchtest etwas kaufen? Ja, ich möchte was kaufen. Warum auch nicht? So, warte mal, wie viel Munition können wir denn überhaupt noch holen? 17. Ich kauf gleich alles, was da ist, und das ist gut. So, dann speichere ich jetzt ab. Danke für deine Treue. Ich meine ja nicht, dass jetzt das irgendwie nicht auch so schaffbar wäre, aber wie gesagt, mehr Munition haben ist immer gut. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich gegen Moreau kämpfen, schätze ich mal. Mein kostbares Wasser. What? Sehr heftig. Okay, wir werden jetzt wahrscheinlich gleich gegen ihn kämpfen. Schätze ich mal einfach. Aber wisst ihr, was gut ist? Jetzt können wir natürlich hier alles plündern. Aber wo wird denn der Bosskampf sein? Hier? Untersuchen. 1. Oktober, ein sonniger Tag. Mutter Miranda hat mir 5 Leute aus dem Dorf gebracht, wie ich sie gebeten hatte. Ich habe sie mit einer Flüssigkeit einschlafen lassen und ihnen dann das Kadu in ihre Bäuche getan. Ich freue mich schon drauf, wie es in ihnen heranwächst. 2. Oktober, ein wolkiger Tag. 4 von den Leuten aus dem Dorf waren heute Morgen tot. Einer ist fast ein Lykan. Ich habe ihn in mein Labor in den Bergen geschickt. Ich habe schon wieder versagt. Mutter will starke Hüllen, aber ich kriege keine hin. Ich brauche mehr Leute aus dem Dorf. Alter, du kleines, mieses Stück Scheiße. Kann ich das überhaupt ausrüsten? Das ist eine Lemi. Nee, kann ich gar nicht. So, jetzt stellt sich nur die Frage, wo der Typ denn gleich auftauchen wird. Achso, ja, klar. Hier ist noch ein bisschen Wasser. Wahrscheinlich wird er hier gleich auftauchen, wa? Okay. Geht auf jeden Fall gleich los in den Kampf. Das ist ja Säure. Du Bastard. Lauf nicht weg. Okay, mal jetzt mal was anderes. Komm her, du kleines Arschloch.
Ich wollte ihn gerade... Oh, der wusste genau, was ich machen will. Kann es sein? Also, das ist übel. Darf ich mal kurz die Minen aus benutzen? Okay, ich glaube, ich brauche eine Schrotflinte danach. Okay, wollen wir mal ganz kurz ausrüsten. Oder ich mache schnell Zugriff erstmal, wo das Messer ist. Es ist deine Schuld, dass Mutter mich hasst. Wieso sollte es meine Schuld sein? Fuck! Hä, warum habe ich mich denn nicht geheilt? Ich hatte doch... Also, das ist scheiße, mal ganz ehrlich jetzt. Ey, woher sollte ich denn wissen, dass das passieren wird? Okay, ich baller jetzt auf jeden Fall nicht mit der Schrotflinte rauf, bringt eh nichts. Wie komme ich denn da überhaupt hoch? So, da wir ja schon wissen, was passiert. Du wirst stolz sein, Mutter. Sieh her. Ich hab wohl keine Wahl. Ich hab halt auch nichts zum Heilen. Das kann doch nicht sein. Ja, schön, dass er sich weggedreht hat, das Stück Scheiße. So, und wie komme ich jetzt hier raus? Das habe ich mir aufgehoben. Ich versteh's nicht. Ey, das kann doch nicht sein jetzt. Benutzen. Geht nicht. Ich werde jetzt wieder verrecken. Ach, geil. Was soll ich denn da machen? Boah, ich sehe auch nicht, wo ich da hochklettern kann. Was ist denn das für eine Scheiße? Wie kommt man denn auf so einen Kack? Alter, nee, das regt mich auf. Dieser Dreck. Schön, dass der ganze Scheiß da ist. Obwohl, jetzt muss ich erstmal gucken, ne? Ich mache jetzt hier alles, glaube ich, gleich kaputt. Oh, ich muss es selber... What? Das sieht aus, als würde es kaputt gehen können. Na, so geht's schon mal nicht. Ah, geil, also... Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Schön. Du wirst stolz sein, Mutter. Sieh her. Ich hab keine Wahl. Also ganz ehrlich jetzt mal, ohne Scheiß.
Ich find's nicht geil, das, da kann man mir erzählen, was man will. Denn ich verstehe nicht, wie ich das jetzt hier machen soll. Wie soll ich denn hier überhaupt rauskommen? Mann, ey, wie er denn immer genau den Scheiß macht, was ich eigentlich nie will. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme, ich weiß es nicht. Ich komme nicht mal raus! Was soll ich denn machen? Das hab ich mir aufgehoben. Ey Leute, ich kann nichts machen! Ich sterb hier einfach! Ey, Müll! Ganz ehrlich, Müll! Mann, geh doch mal da raus! Ich hab gleich nichts mehr zum Heilen, ne? Ich hab auch nichts mehr zum Heilen. Ach, schön! Ich habe halt keine Heilung mehr. Ja, was mache ich denn jetzt? Ey, ich bin gleich tot. Nee, ich könnte kotzen. Ey, ich bin... Was ist das denn für ein komischer Bosskampf? Ey, das kann doch nicht wahr sein jetzt. Boah, erst macht der, weiß ich, hier häufig die gleiche Scheiße. Meine Waffen machen keinen Schaden. Und ich darf auch nicht... Ach, Mann. So, das sollte jetzt reichen. Ey, ansonsten habe ich halt auch keinen Plan. Finde ein bisschen dumm gemacht, dass das laufend irgendwie so ist, dass du ja nicht viel machen kannst. Ich kann es nicht ändern. Der Bosskampf ist nicht so geil, ganz ehrlich. Du wirst stolz sein, Mutter. Sieh her. Oh, keine Wahl. Oh.
dass man denen nicht den Mund wegschießen kann. So. Au! Und ich bleib jetzt hier. Das hat beim letzten Mal auch gut funktioniert. Okay. So, komm mal hierher. Na. Komm, mach. Okay, kann ich Munition herstellen? Geht es wenigstens? Ja. Na endlich! Kristallina Moreau. Im wahrsten Sinne ein Ekelpaket. Ja. Okay, nach dem dritten Versuch hat es funktioniert. Also ganz ehrlich, man muss ja auch erstmal wissen, was man machen muss. Und ich dachte die ganze Zeit, nee, dann komm. Kann ja wohl nicht so schwer sein. Und naja, an sich war es ja auch nicht schwer. Aber wenn du nicht weißt, wie du das machen sollst, dann ja, brauchst ein paar Versuche. Okay, wir gehen jetzt erstmal nach oben. Ich habe ganz schön viel Säure abbekommen. Da vorne ist der Ausgang. Wo? Ach, hier. Ja, das ist schön. Was übrigens mit Chris und den anderen ist, weiß ich nicht. Weil die sind ja nach dem Angriff verschwunden. Wait, was ist das denn? Also da geht's dann definitiv weiter. Ach so, hier war der Typ. Oh yeah. Wir haben es noch weiter kombiniert. Hältst dich besser als erwartet. Wer ist da?
Ach komm. Wir kennen uns doch schon, aber nicht so wichtig. Du bist der Letzte, um den ich mich kümmern muss, oder? Du hast Eier. Das muss ich dir lassen. Aber wie geht es weiter, wenn du die 4 Flakons hast? Worauf willst du hinaus? Ich könnte dir helfen. Willst du dich mir anschließen? Mach dich nicht lächerlich. Ich könnte dich jederzeit umlegen. Da ist eine Festung, etwas außerhalb des Dorfes. Dort ist er, mein Flakon. Hol ihn dir und du bestehst. Na dann, erstmal zum Friedhof. Was für ein Wichser. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Steht hier. Mutter Miranda hat mir ein Gefäß mit Rose gegeben. Niemand mag mich. Deswegen habe ich gedacht, sie würden mich wieder vergessen. Aber Heisenberg hat gesagt, dass wir alle was von Rose bekommen haben. Wenn nicht alle da sind, kann die Zeremonie nicht stattfinden. Mutter scheint es aber nicht zu kümmern. Mutter hat gesagt, Rose ist eine Hülle. Mit einer Hülle bekommt Mutter ihr wahres Kind zurück, auch wenn sie schon ganz lange tot ist. Aber wenn Mutter das tut, dann, was passiert dann mit mir? Ich bin nicht ihr Kind. Wird sie mich verlassen? Nein, das will ich nicht. Nein, 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 nein und so weiter. Okay. Ja, ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich irgendwo gleich speichern kann. Wenn nicht, dann müssen wir gleich weitermachen hier. Und dann ist gut. Wait, kommt mir doch bekannt vor. Ah, und hier ist der Aufzug. Ja, jetzt weiß ich's. Gut. Ja, Leute, dann werde ich jetzt hier die Folge gleich beenden. Sobald wir oben. Und dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich meine, Moreau zu bekämpfen war wirklich leicht anstrengend. Weil ich nicht wusste, dass man halt so viel Schaden nimmt durch die Säure. Aber gut, man kann auch nicht anders wissen. Wa? So, komm, mach hinne. Mach hinne, mach hinne. Wie gesagt, wenn nicht, mache ich hier gleich die Folge aus und ist gut, dann gehe ich zum Speicherpunkt. Eigentlich wissen wir ja, wie es weitergeht, ne? Sieht auf jeden Fall nicht nur cool aus, es hat eine geile Geschichte. Coole Gegner. Und vor allen Dingen die Musik und die Welt gefällt mir unheimlich gut. So, kannst du jetzt mal hier langsam nach oben kommen? Wie lange dauert das? Komm. Okay, na geht doch. Gut, Leute. Ich werde jetzt hier die Folge damit enden. Eigentlich wollte ich zum Speicherpunkt. Aber ich werde das wahrscheinlich auch so machen. Obwohl, hier ist doch gleich einer. Stimmt. Mensch, dann haben wir es ja geschafft. Gut, wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Hat mich gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Und ja, bis denn und tschüss.